Ein herzliches Willkommen zu automativ.de und mit mir Benjamin wie immer und heute dem neuen VW-Bus T6 in der Ausführung Generation 6 in der Sonderjubiläums Edition mit, werden wir nachher noch sehen, rot und weißem Dekor mit den schönen Bulli-Rädern, mit den Chrom-Applikationen in der Mitte, den wir schon Ende letzten Jahres oder Mitte letzten Jahres in Stockholm fahren durften. Den haben wir jetzt hier für 2 Wochen. Wir waren mit ihm auf einer großen Reise nach Belfort in Frankreich bei einem Musikfestival mit meinem Jazz-Trio. Und wir waren mit ihm in München und wir waren mit ihm am Bodensee, haben also viel mit ihm erlebt und können daher auch berichten, wie es mit einem Jazz-Trio ist, wie es mit einem Musiktrio ist, wie es mit einer Familie ist, wie es mit mehreren Leuten ist. Dieser Bus ist einfach, um es mal gleich vorwegzunehmen, unglaublich flexibel einsetzbar und gerade hier in diesem großen Raum ist es quasi wie eine Lounge. Allgemein ist ja das Vorurteil ziemlich stark, dass der VW-Bus recht groß ist. Viel zu mächtig, viel zu groß, auch in der Stadt ist es unpraktisch. Um dieses Vorurteil zu relativieren, haben wir heute einen Porsche Boxster GTS mitgebracht, der eben veranschaulichen soll, ein kleines, sportliches, wendiges Auto, dass der VW-Bus eigentlich gar nicht so groß ist, sondern dass nur die Platzverhältnisse, die Proportionen dieses VW-Buses optimal genutzt sind. Und wir haben hier auf gleicher Höhe das Heck gestellt und hier vorne sieht man, wir zeigen nachher noch ein paar Einblendungen, dass die Länge eigentlich kaum unterschiedlich ist. Im Alltag macht das eigentlich keinen Unterschied, ob man ein VW-Bus fährt oder einen Porsche Boxster. Und das ist eigentlich relativ beachtlich, wenn man bedenkt, wie viel Raum man in diesem VW-Bus hat und wie wenig Raum man hier in dem Porsche Boxster hat. Klar, es sind ganz andere Philosophien, ganz andere Autos, aber es ist trotzdem interessant zu wissen, dass der VW-Bus eigentlich gar nicht so groß ist. Ja, wir hatten ja schon letztes Jahr im Umland von Stockholm den neuen VW T6 gezeigt. Auch die Designänderungen, die im Vergleich zum T5 echt marginal ausfallen, aber dennoch sichtbar sind. Zum Beispiel die Scheinwerfer sind neu geschaltet, haben neue LED-Tagfahrlichter, als auch eine gesamt neue Scheinwerfergeometrie. Man erkennt sie an dem etwas runtergezogenen, an dieser Ausführung mit den Kanten, die nach außen gezogen wird. Auch das PU-Teil vorne ist neu gestaltet mit den Lufteinlässen, die mit dem Kunststoff hier an der Seite verziert sind. Die Lackierung ist natürlich bei dieser Generation 6 neu. Es gibt sie in den Ausführungen weiß-rot wie hier, die schönste Ausführung eigentlich, weiß-blau und ein weiß-grau, ein leichtes Grau. Die Felgen, diese mit den weißen, weiß lackierten Felgen, mit den Chrom-Applikationen, mit der Chrom-Applikation in der Mitte, ist ebenfalls neu und optional zu bestellen hier bei der Generation 6, natürlich serienmäßig bei dem Jubiläumsmodell, die natürlich auch an die T1 Bulli-Zeit erinnern sollen. Unter der Haube dieses modernen Hippie-Busses, dieser modernen Interpretation des Hippie-Busses VW T6, steckt ein 4-Zylinder-Diesel-Turbo-Dieselmotor mit 2 Liter Hubraum und 150 PS in diesem Testwagen. Es gibt noch eine stärkere Version, Dieselversion, die hat dann 190 PS. Unser Testwagen verfügt über nur Vorderradantriebe. Es gibt ihn natürlich auch mit 4Motion, mit Allradantrieb. Vor allem im Winter hat man natürlich da viel, viel bessere Karten, da er schon jetzt manchmal bei schnellen Ampelstarts ein bisschen durchdreht vorne. Das ist natürlich mit dem Allradantrieb dann etwas leichter zu bewältigen und schneller zu bewältigen. Geschaltet wird über einen 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, DSG-Getriebe, wie es im Volkswagen-Konzern heißt. Auch Volkswagen-Nutzfahrzeuge profitiert natürlich davon und verbaut dies serienmäßig im T6. Nicht in allen Modellen des T6, in der Generation 6 ist serienmäßig, in den unteren Varianten ist immer noch ein Schaltgetriebe erhältlich. Wir haben hier den Multivan, ich habe schon gesagt, nicht verwechseln mit der Karavelle. Ja, hier im Cockpit des VW T6 kann man sich eigentlich nur wohlfühlen, denn die markanteste Designänderung an dem gesamten Fahrzeug hat im Interieur stattgefunden. Eine komplett neue Armatur mit gebürstetem Aluminium versierte Dekorleisten finden hier Einzug. Der DSG-Hebel wunderbar auf derselben Höhe wie der Arm. Bequeme Sitze mit Alcantara, Sitzmittelbahn und außen Echtlederverzierungen mit weißen Kontrastnähten. Die Ablagemöglichkeiten sind zahlreich und hochwertig. Sie fühlen sich einfach fest an, einfach gut an. Hier ist nochmal ein Handschuhfach. Hier oben haben wir eine Ablagemöglichkeit, die wirklich tief ist. Da kann man ordentlich was reintun. Wir hatten dort Papiere drin, zum Beispiel, als wir
zum Festival gefahren sind, konnten so immer ganz leicht alles rausholen. Hier in der Tür sind ganz viele Ablagen, da unten sind viele Ablagen. Also es mangelt nicht an Ablagen und an intelligenten, praktikablen Ablagen. Es ist wirklich sehr, sehr positiv. Das Lenkrad liegt unglaublich gut in der Hand. Es ist allgemein bekannte Volkswagen-Lenkrad. Volkswagen macht dir da keine Unterschiede mehr, egal in welchem Modell. Es ist immer dieses unglaublich schöne und funktionstüchtige auf jeden Fall und praktikable Multifunktionslenkrad mit Tempomat integriert auf der linken Seite. Das Navigationssystem ist wirklich auf einer schönen Höhe, ist groß genug. Es ist nicht das größte, was Sie jemals gesehen haben, aber es ist ordentlich groß, funktioniert über eine Touchbedienung hier. Es ist nur der einzige Nachteil der Winkel. Und zwar ist der Winkel so in Anführungszeichen blöd positioniert, als dass oft, wenn die Sonne von vorne oder von durch die Seitentür scheint, man einfach als Fahrer oder als Beifahrer nichts mehr erkennt oder ganz wenig nur erkennt. Das ist schade, wenn es etwas angewinkelt wäre, wäre es besser, denn die Sonne könnte dann nicht mehr voll drauf scheinen. Denn die Helligkeit dieser Systeme, dieser TFT-Displays, reicht immer und leider noch nicht, um gegen die Helligkeit der Sonne anzukommen. Die weiteren Schalter, die wir haben, wie vorhin schon gesagt, das adaptive Fahrwerk, dass man zwischen Komfort, Normal und Sport umherschalten kann. Das wird dann auch mal hier im Zentraldisplay angezeigt. Wir haben Sitzbelüftung, Sitzheizung, die ganze Klimasteuerung hier. Hätten wir die elektronischen Türen rechts und links, hätten wir hier auch noch einen Knopf der elektronischen Türen rechts und links zum Beispiel. Hier sind auf jeden Fall noch ganz viele Schalter frei, bei denen man Funktionen einbauen könnte. Nicht ohne Grund ist der VW-Bus eines der beliebtesten und bekanntesten Reisemobile, Familienfahrzeuge, Band-Shuttles, VIP-Shuttles, wie auch immer, Transportfahrzeuge, Handwerksautos, aufgrund seiner unglaublichen Variabilität und Flexibilität. Und das merkt man allein bei dem Multivan hier an dem Schienensystem, das er unten im Boden integriert hat, worauf sich alle, die Bank hinten, als auch die beiden mittleren Sitz-Einzelsitze fahren lassen. Nur mit einem Hebel kann man den Sitz von vorne nach hinten schieben und auch leicht demontieren. Und wie cool ist es bitte, von dem Fahrersitz, von dem Cockpit zu Fuß in den Vorpassagierraum zu geleiten, wenn das Mikrofonkabel nicht so blöd hängen würde. Genau. Und man kann sich hier ganz bequem hinsetzen. Wenn das Tischchen nicht wäre, dann wäre es noch bequemer gewesen. Das Tischchen ist übrigens optional und verspricht viele Stauräume und Praxisapplikationen. Ich kann das mal kurz demonstrieren. Man kann das ganz leicht ausfahren, aufklappen und drehen. Es ist leider ein bisschen wackelig, ganz klein bisschen wackelig, instabil. Aber zum Frühstücken, zum Mittagessen machen, Laptop draufstellen, arbeiten, ist es ideal. Schade ist, dass eine Steckdose, eine ganz normale Steckdose hier in dem VW-Bus optional ist und wir sie nicht bekommen haben. Das heißt, man braucht natürlich, wenn man mit dem Laptop arbeiten möchte, einen Zigarettenanzünderadapter. Auch nicht so gut ist, wenn wir gleich schon dabei ist, wenn man auf der Hinterachse sitzt, die Bank ist jetzt bei unserem Fahrzeug ganz nach hinten geschoben, dann hat man ein bisschen Probleme, weil die Achse doch dort ordentlich einfedert. Und auch wenn der VW-Bus hier, den wir hier haben, optional über ein variables Fahrwerk verfügt, sind die Stöße, die in die Heckachse kommen, doch sehr krass. Und zum Arbeiten, zumindest ich nicht, da ich sehr empfindlich bin mit Schwingungen oder vor dem Bildschirm, wenn es wackelt, dann ist es zum Arbeiten nicht ideal, muss man ganz ehrlich sagen. Gut, das war's von mir, von Benjamin und von automativ.de. Sie können den Fahrbericht auch noch in schriftlicher Form nachlesen auf automativ.de. Ich setze den Link unter das Video, so können Sie gleich draufklicken. Dort sind noch einmal ein paar Fahraufnahmen, ein paar mehr Details, die ich hier nur angeschnitten habe. Viel Spaß damit und drehen Sie mal eine Runde mit einem VW T6, falls Sie es noch nicht gefahren sind. Es ist einfach wirklich ein unglaublich witziges und ja, erhabenes Fahrgefühl über der Straße durch die Höhe. Und denken Sie dran, es ist nicht länger als ein normales Auto. Möglicherweise natürlich als ein Kleinwagen, aber wie vorhin gesehen, als ein Porsche Boxster S oder GTS ist es nicht.